Jo, hallo Leute, hier ist er wieder, euer Table Tennis Gamer. Herzlich willkommen zurück zu Super Mario World. Jo, wir sind hier wieder. Ihr habt mir gesagt, ETT, du bist ja voll der Spacko mit dem Drehsprung. Wie geht der nochmal? Der geht doch nur da. Mit dem Drehsprung, da wärst du, Moment, ich muss Ton regeln, da wärst du viel besser, würdest du durchkommen durch manche Dinger. Aber der Drehsprung ist irgendwie nicht so meins, sag ich mal, ne? Aber ich glaube, hier könnte man zum Beispiel, ja, hier könnte man zum Beispiel jetzt mit dem Drehsprung agieren. Ob man es muss oder braucht, ist wieder eine ganz andere. Yoshi! Ey, yo, yo. Ey, Yoshi, komm mal her. Ey, Yoshi, komm mal her. Du bist voll gut. So, das nehmen wir mal kurz mit, denn ich befürchte, dass wir es noch brauchen werden. Die Frage ist nur, wofür? Die Frage, die ist nur, wofür? Wofür werden wir das brauchen? Das ist die Frage, das frage ich mich auch schon den ganzen Tag. Wofür werden wir das brauchen? Oh ja. Er hat es runtergeschluckt. So ein Sack. Er hat es runtergeschluckt. Ich glaube es nicht. Er ist runtergeschluckt. Also wahrscheinlich, klar, hätte das die Blöcke weggemacht, aber ich verstehe gerade nicht so ganz, wofür das hätte gut sein können. Das ist mein Problem gerade an der Sache. Naja, gut. Irgendwie braucht man das ja auch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Was machen wir? Ja, wir haben eine Hälfte. Ja, was will man eigentlich mehr? Eine Hälfte ist doch schon wunderbar. Was will man mehr als eine Hälfte haben? Oh mein Gott, das war jetzt aber knapp. Das war aber voll knapp. Oh, eine Hälfte will ich haben. Nein! Fuck, ich habe gedacht, ich könnte stylisch auf den Yoshi springen. Aber jetzt habe ich alles verloren. Yoshi verloren, Größe verloren, Pilz verloren. Ja, mein Viren-Programm ist auch wieder ganz gut gewesen gerade. Oh, Moment, ich muss mal kurz gucken. Ah, nee, doch. So, jo, und dann würde ich sagen, geht's weiter. Ab in die nächste Burg. Burg Nummer 6, Leute, für uns. Oh mein Gott. Ja, hör auf, fuck your heart. Ich wusste es. Ich hab's gesehen. Während ich springe, habe ich's gesehen und habe mir nur gedacht, das meint ihr nicht ernst, oder? Boah, ich habe nicht mehr viel Leben. Ich muss so aufpassen jetzt. Und ich meine, ich habe zwar ein Safe gemacht vor dem Level, wo wir eben drin waren, weil, wegen Aufnahmen und so, aber trotzdem. Wow. Hiya. Hi. Hutschka. Futschka. Punch. Komm. Alles klar. Melonenmensch. Melonenmensch. Also ich sag mal so, mit dem Schalterpalast wäre alles achtmal so einfach. Aber wir wären nicht der TT, wenn wir Dinge nehmen würden, die achtmal so einfach wären. Hiya, hutsch. Boah, Alter, boah. Wie bin ich da rausgekommen? Mein Socken juckt. So, boah, was war das denn? Wie hart, Alter. Boah, das ist ja auch mega hart hier. Nein! Fuck! Shit! Mann, Entschuldigung. Ich muss gerade mal, wir haben nur noch ein Leben. Es tut mir leid, ich werde den Safe aber hier setzen. Ich habe keinen Bock, das Level davor nochmal zu machen jetzt. Das ist ja richtig unnötig. Boah, nee, ich habe keinen Bock mehr auf die Burg. Ey, die geht mir schon jetzt voll auf den Nerv. Boah, die Burg ist ja ekelhaft. Ist doch wirklich so. Das ist so eine richtig scheiß Burg, ey. Geht mir die, kotzt mich die schon wieder an, die Burg. Toll, ich bin daneben gesprungen. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ja, pff. Weißt du, wo du lebst? Wo startest du denn jetzt wieder? Wo startest du denn jetzt? Jetzt bin ich gespannt, Kollege. Wo starten wir denn? Ach, da. Ja, das sehe ich aber ganz anders. Das sehe ich aber ganz anders. Jetzt muss ich nur gucken, dass der Mauszeiger immer wieder aus dem Bild ist. Ja, ey Leute, das ist doch voll die Verarsche. Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie hier. Das schaffe ich doch nie bei einem Mal. Wie soll ich das denn in einem Durchgang schaffen? Das schaffe ich doch nie. Das schaffe ich doch nie. Ja, irgendwann werde ich es aber wohl schaffen. Also es tut mir leid für die vielen Fails. Ich weiß, dass Halt-Chi! Einige von euch sich jetzt bestimmt fragen, ja, wie will er denn Kaizo Mario 3 schaffen? Ich weiß auch, dass sich das nicht nur einige von euch fragen, sondern auch ich selber im ganz Besonderen frage mich das. Wie will
ich das denn schaffen? Ja, so. Einfach so. Einfach so. So, jetzt zeig mir, dass du arbeiten kannst, Mario. Das ist natürlich auch mega assi hier. Ja, leck mich. Leck mich doch einfach. Ja, die Hälfte. Ja, Hälfte, Hälfte, Hälfte. Und wenn wir ein Leben hätten, also ich, es tut mir leid, es tut mir auch leid. Aber wenn wir ein Leben hätten jetzt noch, ne, dann würden wir da wieder starten. Dann würden wir kaputt gehen, Game Over und so. Und dann würden wir wieder da starten. Deswegen habe ich den Save jetzt da gemacht, weil wir haben aber kein Leben mehr. Und ich, Leute, das ist fürs Let's Play einfach hinderlich. Das ist einfach scheiße. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen dann. Nee, es tut mir auch leid, dass ich das jetzt so hart sagen muss. Aber nee, ich hab dann halt auch keinen Bock mehr, das nochmal zu machen. Was ist das denn jetzt hier? Bushi! Bushi, I wanna be the Bushi guy. In meinem Sushi, hi. Ich bin der Bushi, Musch, Lusch, Kusch, Kufu, 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 Musch. Hi. 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 Oh, Nandeska, Nandeska. Ah, oh, so geil. Oh, hi. Ja, geil, der Endboss. Alles klar. So, bisher brauchten wir den... Ja, da braucht man den Safe auch nicht mehr. Ja, da habe ich dich noch übelst genatzt gerade, du alte Fabrikmensch. Ja, easy, easy, Leute. Der Endgegner ist immer der einfachste, ne? Der Endgegner, wirklich, es ist so. Der Endgegner ist immer der einfachste. Das ist der das Einfachste. Ist immer das Einfachste an so einer Burg. Endgegner ist immer das Einfachste. Weißt du, die Level, die sind immer richtig schön asozial, aber der Endgegner, der ist immer das Einfachste an so einer Burg. So, wir haben mal wieder ein Yoshi-Ei gerettet. Thank you! Yoshi heißt, ist im Übrigen ja japanisch Yoshi und heißt Glück. Und guck mal, er putzt das weg. Ja, natürlich. Genau, Mario. Er sprengt das nicht weg, sondern er putzt das weg. Mit Sicherheit. Koopa in Castle 6 has sung her last song. Mario must meet the challenge that is now before him. Ja, ja, ja. Dankeschön, Kollege. Dankeschön, Dankeschön. Domaligato, sei mal da. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Continue and save. Ich mache da jetzt aber auch nochmal so ein Save, weil ich weiß gerade nicht, ob ich wirklich gesaved habe. Weil ein Knopf ist ja B auf dem Controller. Und ich weiß leider nicht, welcher Knopf B ist und welcher A ist und bei welchem ich jetzt save und bei welchem ich das Safen wegdrücke. So, das ist das Problem, was man dann immer so hat. So, ja, geil. Die braucht man im Wasser ja auch. Die ist im Wasser ja richtig nötig, die Feder. Ne? Aber so ein Buhu-Kack hier, ey. Ich krieg's kotzen. Geht's nicht hier noch weiter? Schade. Ja, TT läuft bei Super Mario nach links. Ha! Das ist so, wenn er... Könnt ihr ja mal aufschreiben, wenn ihr Bock habt. Könnt ihr ja in die Kommentare mal TT-Witze schreiben. TT läuft bei Super Mario nach links. TT trinkt Tee, obwohl Kaffee drin ist. Oder was weiß ich. Weiß ich nicht. Könnt ihr dann auf der Team-TT-Seite... Das ist so asozial! Ihr asozialen Bratzengeister! Ja, was denn? Boah, es hat asozial, Alter. Ach, jetzt auf einmal kommen die nicht mehr, oder was? Nee. Boah, wie dumm! Wie kann man nur so dumm sein? Wie kann man nur so unfassbar dumm sein? Ich frage es mich echt. Wie kann man nur so dumm sein? Ah, okay, nice. Er hat's gespeichert. So, mein Gott, wie kann man nur so unfassbar dumm sein, Leute? Habt ihr das? Natürlich habt ihr das gesehen. Wie kann man nur so unfassbar dumm sein, bitte? Wie kann man so unfassbar dumm sein und da reinschwimmen? Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es selber nicht. Wie kann man nur so unfassbar dumm sein? Wenn ihr eine Lösung habt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich verstehe es nämlich nicht. So, okay, dann wollen wir mal weiter gucken. Wir haben schon wieder, also der Facepalm für heute ist auch schon wieder drin. Den brauchen wir also auch nicht mehr finden oder suchen. Ey, ich kotze gleich in mein Essen. Ich habe zwar kein Essen, aber okay. Ja. Ja, leck mich. Boah.
Boah, sauber. Jetzt habe ich einen Lauf. Jetzt habe ich einen Lauf. Alles klar. Okay, wir sind wieder hier. So. Nice. Okay, Leute, das muss ich jetzt schaffen. Komm schon. Gib mir Saures! Und rein da. Nice. Okay. Yeah! Ich bin der Fisch. Ich bin großer Fisch. Ich war großer Fisch. Ich bin großer Fisch. Yeah, wie easy. Bonus Level accepted. Heya! Ihr Assis! Das war nicht eingeplant. Ey, was ist denn? Ghostlia. Geil, wir haben es geschafft, aber warum und wieso und weshalb und was ist jetzt passiert und warum ist kein normaler Ausgang? Oh oh. Was passiert denn jetzt? Ja! Die Bowser-Insel. Oh mein Gott, die Bowser-Insel. Alles klar, Leute. Die Bowser-Insel. Jo, dann würde ich sagen, machen wir hier auch einen Cut und sehen uns im nächsten Part wieder. Bis zum nächsten Mal, euer Table Tennis Gamer. Ciao.